Hallo Leute und herzlich willkommen zu Puddlelights. Mit dem LOM Picker, das bin ich zu Gast bei dem El Chakal. Dann ist er da. Hallo! Ich begrüße dich, Lampi. Wie geht das? Wie kann ich das? Applaus? Du kannst das auch, wie geht das? Super Saiyajin. Ja, ich bin der Saiyajin. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ja, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal wieder darum, ja, dass wir hier im Haus noch ein bisschen vorwärts kommen. Jo. Bevor die nächsten Folgen dann wieder aufgelegt sind, mit viel Action und Spaß. Den Garten geht ja auch langsam, ganz langsam voran. Ich hoffe, dass die Sachen ja auch wachsen, die ich hier reinzwirbel. Ich müsste mal. Ja, in normaler Umgebung. Hallo, ich bin auf der Regenbogeninsel. Ich glaube, hier wächst alles. Wegen der Regenbogen sogar Einhörner. Auch die wachsen hier. Ich gebe auf jetzt auf da die bringst du mich, da bringst du mich gerade auf die Idee, dass ich mir den. Nur schon wieder. Was machst du denn? Ich bin ins Loch gefallen. Ja, gut, ich bin ja glaube ich zumindest da, wo ich sein wollte. Und zwar wollte ich noch einen Skizziertisch bauen. Ah. Ja. Du hast hier schon alle Pilze mitgekrabbelt oder was? Ah, ich bin Pilzmeister. Den Skizziertisch, den packe ich auch erstmal oben hin. Es ist jetzt noch hier ein bisschen wüst, sage ich mal, im Lagerraum, aber dafür ist es ja erstmal der Lagerraum. Und wir gucken mal, ob man auf dem Skizziertisch schon was. Also ein Bett habe ich ja selber schon gefunden. Eine Tür wäre schon mal nice. Wenn du Zäune brauchst, fühl dich frei. Komm vorbei. Okay. Be my guest. Nein, nicht auf welche Emotes machen. Hilfe, Schattenfrost, Mensch. Ritter, Dingens und Waterblob. Ich sehe gerade mir geht's Holz aus. Auf kann man ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein? Ach nö, du würdest ja wahrscheinlich nur verrecken. Au, fuck! Lalala. Oh nein, da ist der nächste. Ich hab den gar nicht angegackelt, der hat einfach so die Akku gehabt, die Sau. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ah, bei mir hat gerade schon wieder der Bug zugeschlagen mit der Spur. Ha! Da bist du doch an. Oh, oh. Okay. 10 Stück. Gut, dann packen wir das mal wieder hier rein. Den Tisch da. Ich will doch nur die Pilze aufhaben. Assi. Mann, ficke dich. Lass mich im Frieden. Ich hab nichts gemacht. Oh, hier sind Pilze. Ganz viele. Bitte. Nee, nicht die Typen angreifen, Mann. Ach Gott, das ist nervig. Hier ist auch so ein dummer Papagei. Wenn du in der Nähe von einem Papagei irgendeinen Baum oder so weghacken willst, dann wie sieht der aber den Papagei an? Papageno. Oh, ich mache mir immer noch ein paar Steinziegelblöcke. Ein paar Runensteinblöcke, kann ich noch nicht. Irgendwie schlägt der Bug jetzt gerade wieder, wenn wir öfters spielen. Die Sau. So, und wir haben hier das. Okay, er hat gesagt, er baut sich eine Festung. Der hat's dir gesagt, ja. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Und schauen wir gleich raus, wenn ich mache, war noch eine Tür fertig hier. So, der Rest geht in Brennofen. Und im Moment, war doch nicht der Brennofen. Der Brennofen. Nicht der Brennofen, sondern der Brennofen. So, stellen wir mal noch ein paar graue Betonblöcke her. So, ich komm mal runter mit dem Zaun. Ich nehme mal die Abkürzung. Warte mal.
also hier wäre ein normaler. So, schauen, hier haben wir den anderen. Und hier haben wir einen hohen. Oh Gott. Wo bist du denn nun schon wieder hin? So, er hat Fahrstuhl. Also ich glaube, Lompi, ich bevorzuge den tiefen Zaun. Ja, tatsächlich, nicht den hohen. Warum soll ich hier einen hohen Zaun hinbauen? Weiß ich nicht. Macht er nur irgendwie... Ah, na, als Trennwand kann man das Ding gut nehmen, aber es ist mir persönlich... Ja, stimmt schon. Okay, machen wir. Also normale. Ich hack jetzt mit der Hacke weiter, nicht, dass ich nochmal runterfalle, hab ich nämlich keine Lust drauf. Ist euch ein Erdbohrer runtergefallen, oder was? Nee, ich hab einfach nach oben geguckt. Sollte man nicht machen. Ja, hab auch keine andere Wahl. Und weil ich da jetzt auch an mir dachte, nö. Ding. Weil er sich dachte, nö. Nö. Ja, ich hätte mich halt da hochbauen können und hätte das dann von oben alles wegsensen können, aber da hatte ich halt keine Lust. So. Okay. Schauen, ich habe hier noch Ritterstatuen. Oh, meine Blöcke sind fertig. So veredeltes Holz hatte ich auch hergestellt. Jo. Supidupi. Geht, lass mal weiter. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man... Level 3 grüner Schleim. Puh, shit. Okay, das sieht wirklich aus wie Beton. So, ich prüfe mal ganz kurz was. Okay. Na guti. Was mache ich denn jetzt noch? Ich habe noch ein paar Türen, aber mir fehlt jetzt ehrlich gesagt, fehlen mir jetzt wirklich Steine, damit ich hier weiterkommen kann. Mal schauen, ob ich hier vielleicht noch welche verstecken. Dann muss ich irgendwann jetzt in nächster Zeit mal wieder so einen Dungeon auseinandernehmen. Für die Ruinsteinblöcke. Ey, ich kann hier nicht weiterbauen. Hier ist verboten zu bauen. Das verboten? Nee, da drüben auf der Insel ist verboten zu bauen? Nee, gut, okay. Aus irgendeinem Grund war das komisch. Aber egal. Das kann ja in den Blob gelegen haben. Kann sein. So, hier kommen wir langsam auch schon ein bisschen. Ja. Wo zum Teufel bin ich jetzt reingefallen? Wieso ist hier ein Loch? Ich glaube, das hatte ich irgendwann in der vorherigen Folge, hatte ich das einfach mal zugemacht. Wenn man nicht alles selber macht. Ja. Mein Inventar ist voll. So, das gibt's auch noch. Super Soundeffekt, mit dem man Musik machen kann. Ja, Steine gibt's jetzt hier nicht wirklich mehr. Da drüben sehe ich einen Haufen Steine. Du hast nicht zufällig noch welche einstecken? Nee. Das tut mir sehr leid. Manchmal komisch, manchmal. Sag mal, du blöder Blob, kann ich den boxen? Ich boxe ihn jetzt. Also, du kannst es probieren, ja. Putz. So, noch ein Haufen Steine. Die werden wir brauchen. Ja, die Sau. Ach, machen wir gleich mal 200 Stück.
Geh mal hoch. Level 30 kommt noch Schleim, kein Problem. Easy peasy, lemon squeezy. Zack, gewaschen. Ja, und dann Holzblöcke. Ah, Holzblöcke, ja, Holzblöcke. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Ey, war nicht runter. Ja. So eine Macke. So, haben wir auch was. Boah. Au. Ich überlege gerade, was ich hier noch an Möbeln, die ich schon habe, noch machen könnte. Aber irgendwie fällt mir da nichts ein. So. Roten Teppich habe ich schon hergestellt. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen langweilig wieder bei mir, dass wir ausmalen. Wie ausmalen? Hm. Wie ausmalen, nur langsam. Ich weiß gar nicht, ob... Ich weiß gar nicht, ob du dafür unbedingt die Erde kultivieren musst, um die Bäume da zu pflanzen. Nee, die wachsen auch so, aber das wächst halt schneller. Ah. Und die Bäume, die brauchen so schon lange genug zum Wachsen. Ah. Jetzt mache ich hier einfach mal einmal ein richtiges Stückchen Erde. Sehe ich gerade, habe ich hier einen kleinen architektonischen Fehler gemacht. Aha, er hat Pompetrisch gebaut. Naja, ich hatte eigentlich nicht vorher eine Wand reinzuziehen, aber jetzt habe ich mir gerade anders überlegt. Deswegen gibt es hier nochmal direkt auf den Sack. Das Ganze verschiebt sich dann etwas. Na, machen wir auch noch. Zur Seite. Zack. Und dann fangen eigentlich an, Bäume zu pflanzen. Die Wand rein. Ist aber jetzt kein Akt. Also das, was ich jetzt hier ändere. Das ist schade, dass ich hier auch so den Block in die Belz. Und bitte, kommt da hin. Zack. Ja, das erste Stückchen Wald ist angepflanzt. Oh, das ist unten. Punkt. Ach, ich will mal Rennen drücken. Sprinttaste gibt's nicht. Oh. Ich weiß. Na, so, pass mal auf, ich hau dir mal jetzt hier direkt den Zaun um die Ohren. Mach mal den Zaun da rein. Schiedelig. Hat genau gepasst, wie du Faust aufs Auge. Na wohl sein. Meine Güte. Ah, so macht man das also. Guck mal, hier ist eine kleine Treppe. Jo. Ausbaufähig. Da drüben im Waldgebiet ist ein Ritter gespawnt. Echt? So eine. Oh, halt, nein! Hier muss doch noch ein Zaun hin. Ich wollte es ja auch nicht so machen. Ich wollte die Erde eigentlich. Da, nein! Oh, ficke dich. Vergiss nicht die Erde. Ich wollte so tun. So tun passt trotzdem noch nicht. Da fehlt. Scheiße, sag jetzt nicht hier, das passt jetzt nicht auf der Ecke. Oh, ich krieg einen Anfall. Das Einzige, was jetzt wahrscheinlich ja nicht passt. Könnte das aber vielleicht. What the? Was ist das denn? Das ist notdürftig. Ich habe ja noch Zaun, aber... Wieso kann ich den hier nicht hinbauen? Jetzt. Na gut, dann lasse ich den erstmal so. Lass ich mir dann ein andermal einfallen, wie wir das hier auch korrigieren können. Ja. Diesen Fauxpas. Ansonsten vergnügen wir uns dann noch ein bisschen mit Steinen. Hast du hier einen Holzboden? Ja. Das ist cool. Veredeltes Dunkelholz. Nicht okay, Google, sondern veredeltes Dunkelholz. Der King schon wieder. Dingern. Ja, geh mal auf den Sack. Das Telefon. So, naja, da haben wir das auch und ich glaube, Google hat mir gerade Bescheid gesagt, wir sind am Folgenende. Ach,
so deswegen. Jo. Also würde ich sagen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Bau- und Terraforming-Folge hat uns trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Portal Knights. Vielleicht wieder mit dem Lompi. Und ja, macht's gut. Tschüss.